immer noch Frage stellen. Ja, ihr seid so viele. So. Die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Universität. Und wenn wir das fordern, ja, dann kriegen wir ja vorgeworfen, das seien soziale Wohltaten. Da kriege ich, das ist etwas, was mich wirklich aufregt, weil nehmen Sie sich die Menschen, die hart arbeiten müssen, die Menschen, die in Strukturwandelregionen leben, wo häufig zwei Einkommen reichen müssen, um die Familie zu über die Runden zu bringen. Wenn ich denen sage, irgendwelche Steuerreformversprechen mache, kann ich das machen. Aber wenn ich denen ganz konkret die Kita-Gebühren erlasse, so wie Nordrhein-Westfalen angefangen hat, die ersten 30 Stunden jetzt freizustellen und wir insgesamt zu einer generellen Gebührenfreiheit kommen, generellen Linie kommen, dass wir die Gebührenfreiheit haben, haben diese Familien ganz konkret dieses Geld mehr in der Haushaltskasse. Sehr gut. Okay. EU-Zuwanderung angeht, da gibt es eine ganz klare Strategie. Die Struktur- und Regionalmittel der Europäischen Union, die auch zu großen Teilen aus der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden, müssen dazu beitragen, dass wir Wachstum und Beschäftigung in den mittel- und osteuropäischen Staaten schaffen. Denn wenn die Leute dort ihren Lebensunterhalt verdienen können, wenn es dort Arbeit gibt, hört diese Dumping-Migration, die wir haben, die unseren Arbeitsmarkt unterminiert, unsere Tariflöhne unterminiert, mit zum Teil übrigens Sklavenhaltermethoden, die da angewendet werden. Die Leute, da war nicht auch vor, sind häufig selbst Opfer. Ja. Dann hört diese Migration auf. Ich will in dem Zusammenhang aber auf eins hinweisen. Die Länder, die aus diesen Fonds viel Geld bekommen, Polen zum Beispiel ist ein solches Land, sind zum Teil die Länder, die die Bundesrepublik Deutschland bei der Flüchtlingspolitik im Stich lassen. Die, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht, sagen ja bitte. Die, wenn es um Strukturfondsmittel geht, sagen ja bitte. Und wenn es um Solidarität mit Menschen geht, sagen nein, danke. Deshalb hätte ich als Bundeskanzler die Frage der Finanzierung der Europäischen Union auch verbinden mit der Flüchtlingspolitik. Denn Solidarität ist keine Rosinenpickerei, sondern ein Grundprinzip der europäischen Zusammenarbeit. Vielen Dank. Entschuldigung. 3, 2. Super. Hagen ist eine Stadt mit 1,2 Milliarden Euro Schulden. Finanziell nahezu handlungsunfähig. Welches Signal können Sie an Kommunen wie Hagen geben, dass es eine finanzielle Perspektive geben kann? Zum Beispiel, dass das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Stärkungspakt für die Kommunen, den Hannelore Kraft hier in Kraft gesetzt hat, ich glaube, über 100 Kommunen in Nordrhein-Westfalen aus den Nothaushalten rausgekommen sind. Das heißt, das Land hat den hochverschuldeten Kommunen in den letzten Jahren sehr geholfen. Das wird auch für Hagen gelten. Aber ganz sicher sind die Städte wie Hagen, die Ruhrgebietsstädte. Ich bin selbst lange Jahre Bürgermeister einer Stadt im Aachener Revier gewesen. Die Strukturwandelstädte sind ja Städte, die von einem Strukturwandel in den nächsten gehen. Wenn ich mal mein eigenes Beispiel nehme. Ich bin neben dem Braunkohlentagebau geboren. Dann war ich Bürgermeister einer Steinkohlenbergbaustadt. Kohle und Stahl. Dann die Braunkohle, dann die Kraftwerke. Jedes Jahrzehnt wieder hatten wir einen neuen Strukturwandel zu bewältigen. Und Hagen und die Ruhrgebietsstädte, alle hatten diese Herausforderung. Dass das mit Finanzlasten verbunden ist, ist völlig klar. Aber dass wir eben diese Städte entlasten müssen, zum Beispiel indem wir, wenn wir im Bund die Mehrheit haben, dafür sorgen, dass kommunale Leistungen, die erbracht werden müssen im Bereich der Bildung, auch über eine neue Finanzstruktur zur Entlastung der Kommunen beiträgt. Das ist ganz wichtig.